Hallo, ich bin Florian Borns von der gemeinnützigen Digitalen Helden GmbH und in unserem Mentorenprogramm planen wir einen Videokurs zum Thema WhatsApp, meine Freunde und ich zu machen. Wir wollen dort die Schülerinnen und Lehrer, die selber schon bereits mit WhatsApp-Unterrichtseinheiten aktiv sind, vor die Kamera holen und über ihre Erfahrungen sprechen. Und ja, sie geben sozusagen ihre Erfahrungen weiter an die Nutzer unseres offenen Online-Kurses. Wir wollen das Preisgeld von dem Förderaward 2016 nutzen, um bei unseren Barcamps im April und Mai mit den Schülern und Lehrern gemeinsam Materialien zu erstellen, nochmal anzuschauen, was wir schon in der Vergangenheit erarbeitet haben, aber dann auch nochmal neues Material bei diesen Barcamps erstellen, vor allem im Videoformat. In Berliner Hilfsnetzwerken auf Facebook gab es bereits einige Tabellen zu Refugee Facebook und das Team hat dann dazu eine Website gebaut und noch die Übersetzung ergänzt. Sozusagen das Team, was jetzt sozusagen Refugee Facebook unterstützt, ist auch sehr verpflichtet dem Gedanken, dass die Inhalte offen sein sollen und dass alle nachnutzen können. Und das war auch ein ganz wichtiger Faktor, dass Refugee Facebook so viele Leute in so kurzer Zeit erreichen konnte. Wir wollen natürlich weiterhin Refugee Facebooks drucken und die Übersetzungen vervollständigen, gleichzeitig aber auch Workshops machen mit Hilfe von Geflüchteten, damit wir halt auch einfach die Inhalte mit der Praxis besser abstimmen. Das ist so der erste Punkt. Wie kann das Ganze bessere Inhalte enthalten? Zum anderen wollen wir aber auch natürlich Links und weitere Informationen hinzufügen. Das Refugee Facebook in der gedruckten Fassung ist auch ein guter Kontaktpunkt mit Flüchtlingen außerhalb Europas, um weitergehende Bildungsangebote dann auch mit einzubauen. Schließlich geht es vor allen Dingen natürlich auch darum, nochmal weiterhin die Apps zu entwickeln, die Webseite zu verbessern. Eine ganze lange Liste von Dingen, mit denen wir sozusagen das Facebook nochmal verbessern, dass es einfach die Leute da erreicht, wo sie es brauchen. Ja, mein Name ist Jana Scharnberg von der Universität Duisburg-Essen. Ich bin Koordinatorin vom Projekt EduTags. EduTags ist ein Social Bookmarking Service für den Bildungsbereich. Das heißt im Prinzip, Social Bookmarking ist ein bisschen sperrig, aber dass ich eben meine Lesezeichen, die ich sonst vielleicht im Browser speichern würde, eben zentral auf einer Plattform speichern kann, und das ist EduTags. Und wir sind portalübergreifend und bildungsbereichübergreifend. OER spielt auf zwei Ebenen eine große Rolle. Zum einen machen wir OER sichtbar, indem wir automatisch Lizenzen auslesen und an den einzelnen Ressourcen deutlich machen. Wir haben auch einen CC-Filter, mit dem ich nach Creative Commons Lizenzen suchen kann. Und zum anderen ist es für uns natürlich auch einfach wichtig, dass Materialien veröffentlicht werden, mit anderen geteilt werden und auch wieder veröffentlicht werden, dass so einfach auch dieser Gedanke deutlich gemacht wird, dass eben auch Linklisten miteinander geteilt werden und ja. Also ich bin René Pickert vom Institut for Web Science and Technologies und wir haben einen MOOC gemacht, den wir auf der Wikiversity gehostet haben und haben festgestellt, dass das Benutzerinterface sehr benutzerunfreundlich ist. Und bei dem Projekt ging es darum, ein modernes, ansprechendes Benutzerinterface zu erschaffen, sodass Lehrende und Lernende leichter damit interagieren können und vielleicht mehr Leute sich entschließen, diese Plattform zu nutzen, um ihre OER zu hosten. Na, ich würde sagen, eine ganz zentrale Rolle, ne? Also bei der Wikiversity ist es so, dass automatisch alles, was du hochlädst, unter CC BY SA ist. Wikimedia hat das Thema OER ja sehr stark mitinitiiert. Also die Vorgängerkonferenzen wurden ja von der Wikimedia Deutschland ausgetragen. Und dementsprechend, das ist der Grund, warum wir mit unserem MOOC dahingegangen sind, ist OER so zentral, dass wir gesagt haben, da ändert nicht mal jemand plötzlich die Lizenz oder die Finanzierung bricht weg, sondern ja, ist einfach ein sehr zentraler Punkt. Also hallo, wir sind Franzi und Julia von den Jungen Tüftlern und was wir machen bei unserem Projekt ist, Kindern auf spielerische Art und Weise Elektronik und Programmierung beizubringen. Wir schaffen einen Raum, in dem sie halt spielend lernen und begreifen können und wo der Kreativität halt Freiheit gelassen wird. Also sie können ihre Kreativität ausleben. Also OER ist essentiell für uns, unsere Materialien als OER zu erstellen, weil wir natürlich eine größere Reichweite erzielen möchten als im Moment Berlin, wo unser Hauptfokus ist. Wir wollen andere Städte in Deutschland und gerne auch außerhalb Deutschlands erreichen. Und um so Multiplikatoren, sprich Mentoren und aber auch Kinder zu erreichen, wollen wir diese Materialien als OERs erstellen, weil wir an freie Bildung glauben und weil wir das gern allen Kindern in allen Regionen zugänglich machen möchten.